Hi, Hallo. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin ein bisschen kleiner geworden, weil Anja die Kamera hält. Ich versuche es ja. Wir stellen uns auch immer mal wieder die Frage, Wahnsinn, wieso sehen wir keinen Fortschritt, obwohl schon so viele Monate oder Wochen vergangen sind. Deshalb möchten wir auch uns und euch nochmal bewusst machen, was so passiert, wenn wir mal nicht arbeiten sind, sondern für unser Häuschen arbeiten. Und legen los. Also eigentlich sieht das ziemlich chaotisch aus bei uns. Wir haben es jetzt ein bisschen aufgeräumt, aber es sind immer meistens zwei Laptops geöffnet. Also meistens sieht es eher, Moment, mit Kaffeeflecken so aus, so am Anfang, ja. So wenn es fertig ist, voll gekritzelt nach Telefonaten. Ja, die führen wir meistens morgens, ja. Weil da sind natürlich die Firmen auch erreichbar, die wir erreichen wollen. Wie wird denn so ein Ablauf aussehen bei uns, was würdest du sagen? Frau Ablauf. Natürlich haben wir einen Plan geschrieben. Also natürlich. Eigentlich ist es so, auch für unsere wöchentlichen Videos von den ersten vor fast einem Jahr tatsächlich, haben wir einfach drauf losgequatscht und hatten unglaublich viel zu tun, auch zu schneiden und so weiter. Deshalb wollten wir das ändern, um ein bisschen effizienter zu werden und schreiben uns tatsächlich immer mal so kleine Ablaufpläne, auch wenn wir nach wie vor frei sprechen, aber einfach um uns später dann in der Bearbeitung des Films ein bisschen Zeit zu sparen. Das gleiche auch für heute, denn was wir grundsätzlich machen, nachdem wir morgens unsere Telefonate geführt haben, geht es dann eigentlich weiter und zwar genau hier den ganzen Tag. Sehr schön. Manchmal stehen wir auf, um uns was zu essen zu holen oder Gassi zu gehen, aber eigentlich wenn es hell wird, sitzen wir hier und wenn es dunkel wird, sitzen wir auch hier. Und im Hintergrund das Häuschen. Das heißt, wenn die Telefonate abgeschlossen sind, wir versucht haben, neue Infos für Produkte rauszufinden, die uns interessieren, wenn wir auch geguckt haben, hey, gibt es hier und da vielleicht eine Firma, mit der es spannend wäre, auch zusammenzuarbeiten oder Installateure zu finden oder klarzumachen, die leider immer noch keine Zeit haben, geht es eigentlich weiter mit dem immer wichtigsten Thema. Auch das verschiebt sich immer mal wieder. Im Moment ist es bei uns die Heizung, wie ihr das auch in den letzten ein oder zwei Videos gesehen habt. Und da geht es nach wie vor um die Bedarfsermittlung. Welches Produkt könnte das leisten? Wie teuer? Wie schwer? Wie müsste die Dimensionierung ausschauen? Und auch da, wie ihr das gerade schon kurz gesehen habt, Moment, haben wir inzwischen diesen Plan voll gekritzelt wie immer. Als kleines Update für alle, die letzte Woche unser Video gesehen haben. Wir können nämlich unsere Fußbodenheizung tatsächlich auch auf dem Küchenpodest entlang führen und müssen jetzt so ein bisschen was umplanen. Das heißt, die Prios haben sich wieder ein bisschen verschoben. Thema Heizung, Heizung, Heizung und Holzermittlung. Wo wir ja jetzt auch Potenzial für eine Fußbodenheizung haben auf dem Podest, müssen wir natürlich erstmal ein Podest dort stehen haben, bevor wir eine Heizung verlegen können, eine Fußbodenheizung. Ja, und so geht das weiter und weiter. Wir wollen das Ganze ja auch modular aufbauen. Das heißt, es ist irgendwo klar zu sagen, erstmal die Heizsysteme und dann können wir uns dem Innenausbau widmen. Aber irgendwo ist es dann auch nicht mehr so klar, gerade wenn sich die Dinge vermischen oder Hand in Hand gehen, wie bei so einer Fußbodenheizung. Das wäre so ein klassisches Beispiel dafür. Um aber wiederum den Holzbedarf ermitteln zu können, müssten wir uns natürlich auch mit diesen auseinandersetzen. Also zumindest schon mal eine grobe Orientierung schaffen. Was brauchen wir denn jetzt an Holz? Wie bauen wir denn unsere Möbel? Wie bauen wir denn unsere Sitzflächen? Wie bauen wir, wie gestalten wir die räumliche Trennungen? Wie bauen wir die Treppe? Wie bauen wir unser Podest? Wir zeigen euch ja jetzt einen kleinen Überblick über all die Themen, mit denen wir uns gerade befassen. Und das sind hauptsächlich die Versorgungsthemen. Und jetzt eben wieder aktueller dann die Holzermittlung, dass wir das abschließen können, um das Holz zu bestellen, damit eben die Heizungsrohre und alles installiert werden können. Das heißt, wir sitzen nicht jeden Tag, an dem wir in einem Tiny House arbeiten, nur an einem Thema, sondern die überschneiden sich. Und da muss man echt immer versuchen, den Überblick zu behalten, dass der Tag nicht schwindet und man sich in einem Thema zu sehr verliert. Denn grundsätzlich bleibt es am wichtigsten, dass erst die Heizung reinkommt, danach dann die Wasserleitung, Kalt- und Warmwasser, Gasinstallation und ganz am Schluss die Elektrik. Wir haben bei der Elektrik auch schon die Pläne soweit fertig, wissen genau, wo sollen welche Lichtschalter sein, wo sind welche Verbraucher, wie viel verbrauchen wir, wie hoch ist die Maximalbelastung. Das steht alles schon, aber es hat eben jetzt gerade beispielsweise keine Priorität, weshalb das Thema so ein bisschen zurückgestellt wird. Das ist so ungefähr unser Tagesablauf, was wir gemerkt haben, dass wir einfach anpassungsfähig sein müssen,
abhängig davon, welche Themen gerade Priorität haben und dass es normal ist, dass sich das auch verschiebt. Denn wir hätten, wie Ilan eben auch schon gesagt hat, niemals gedacht, dass wir jetzt doch erst das Podest bauen müssen, um die Heizung zu verlegen, zumindest die Fußbodenheizung. Und freuen uns, wenn dann das Holzthema auch bald abgeschlossen ist. Aber es motiviert doch, dass das Haus wenigstens schon da ist. Und wenn es uns mal nicht so gut geht, dann gehen wir in unser Haus rein, können die Wände anfassen und denken, hey, eigentlich haben wir dafür, dass wir Laien sind und uns so viel selbst irgendwie an Wissen auch aneignen müssen, doch schon so viel dazugelernt und perfekt wird es eh nie sein und alles zu seinem Zeitpunkt. Und wenn wir merken, dass eben kein Installateur oder Elektriker bis Januar kann, dann ist das für uns sehr doof, aber dann ist es so. Und wer weiß, wofür das gut ist. Ja, also unser Fazit kann man sagen, ja, es ist wirklich kräftezehrend, muss man echt gestehen. Es ist was anderes, das ganze Projekt hier zu planen oder tatsächlich umzusetzen. Das macht einen irgendwie mehr Freude oder es gibt mir persönlich mehr. Man wacht einfach auch mit dem Thema auf. Und man schläft mit dem Thema ein, lenkt sich dann, während man arbeitet oder mit zumindest Geld verdient, lenkt man sich mit anderen Themen ab. Und sobald man zu Hause ist, dreht sich alles nur ums Tiny House. Das ist immer schön, aber wir merken auch, Mensch, die Freude soll daran ja auch nicht verloren gehen. Und es ist im Moment sehr zäh. Ja, wir müssen einfach auch schauen, dass man sich selbst nicht vergisst, dass man sich die Auszeit nimmt. Denn nur wir machen uns selbst den Stress und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Am Ende wird das Haus fertig sein. Es ist egal, ob das 3 Monate oder 6 Monate dauert und schmeißt hier erstmal noch keiner raus. Ich glaube nach wie vor an uns und dass wir das schaffen, dass wir das umsetzen können. Und ich denke, das ist wichtig bei so einem Projekt, auch wenn man manchmal nicht das Gefühl hat, dass es vorangeht oder die planerische Etappe erstmal überwinden muss, bevor es dann wirklich ans Holz geht. Das wird uns manchmal erst bewusst, wenn wir mit anderen über unsere Ideen und Gedanken sprechen. Sie sagen, mein Gott, und das habt ihr selbst gemacht, ihr habt doch gar keine Ahnung von der Thematik, dass wir dann manchmal denken, ja stimmt, eigentlich haben wir das ganz gut gemacht. Also man vergisst es halt selbst auch, dass man eben Laie ist und man wünscht sich immer so diesen schnellen Fortschritt. Ja, fühlt sich nicht wie ein Erfolg an. Ich hätte jetzt lieber 2 Holzplatten verleimt oder so, ja, und hätte das dann visuell als Fortschritt anerkannt. Das ist manchmal halt, das ist schon komisch, aber... Kommt ja noch. Ja, das kommt sicherlich noch. Diese C-Aufgaben, die des Telefonierens, des Recherchierens, Pläne neu schreiben, überarbeiten, so diese ganze Theoriearbeit frisst unfassbar viel Zeit. Aber ich denke, ihr kennt das auch und da müssen wir alle durch. Also bleibt auf jeden Fall dran, abonniert gerne diesen Kanal und wir freuen uns auch nächste Woche auf euch. Macht's gut. Tschüss.